im Busch verfranst. Willst du hier anwachsen? Die Blümchen wachsen ja schon hier durchs Holz. Ja. Die sind durchwachsen. Ja. Die Bank ist durchwachsen. Hast du dich verfranst etwa? Ich mich verfranst? Ich bin Emilia. Wie kommst du auf Emilia? Ja, gibt es hier Möglichkeiten. Entweder habe ich eine Namensänderung gemacht oder ich bezeichne meine Führungsposition entsprechend weiblich eben. Männlich wird es Emil sein und weiblich Emilia. Kommst du damit weiter? Nee, immer noch nicht. Nee, du bist der Franz. Kommst du damit weiter? Der Franz? Der Franz ist der Zweite im Bunde. Der Hund vom Nachbarn, der heißt Franz. Ja, wir gehen mal davon aus, wir könnten hier, wenn wir hier oben sind, dann kam mir der Gedanke, dass wir hier fliegen. Wir sind ja ziemlich weit oben, also Flughöhe schon. Man sieht ja hier sonst wie weit. Heute ist klar Sicht. Und wenn wir in der Luft wären, dann wären wir Emil und Franz zum Beispiel. Wenn wir 100 Jahre zurückgehen zum Beispiel. Ja, heute ist Himmelfahrt und im Himmel sind die gefahren damals mit ihren Fliegern. Ja, So ist es. Und dann hatten die noch kein Navigationssystem. Ja, und im Ersten Weltkrieg ist der Führer, der Pilot, Emil. Und wenn es weiblich war, Emilia. Also gab es noch keine weiblichen. Franz, der Co-Pilot, ne? Franz. Ja, und du weißt, was passiert ist. Der Co-Pilot hat navigiert sozusagen. Und wenn das nicht konnte, was hat er dann gemacht? Was? Wie hieß das denn? Da hat er sich verflogen, beziehungsweise da hieß es verfranzt, haben ja, sie sich. Ja, also, da kommt der Spruch wirklich her. Aber wir haben sie verfranzt. Ich wollte ja bloß die Aussicht genießen auf dieser durchwachsenen Bank. Mhm. Das Wetter ist durchwachsen. Die Bank ist durchwachsen. Sind wir auch durchwachsen? Weder gewachst noch gewachsen. Sieh mal, weißt du, wie viele Arme der Stirbner beklickt hat? Diese Zahl habe ich nie abrufbereit. Aber ich weiß, wie viele Arme heute in Deutschland vorhanden sind. Ach, und wie viel? Etwa 160 Millionen Arme. Was? Hier hast du schon zwei. Hände hoch, ja. Übrigens stehen wir hier an einer Linde vom Gasthaus des Stöbner-Karls, wo er oft war. Oh, da haben wir in Emil, in Franz, in Karl in der Kiste. Nun können wir wohl abzwitschern.